Herzlich willkommen auf der Satox, diesmal endlich heil da, die Limited Edition von Fairy Tail Phoenix Priests. Na gut, fast heil, hier ist ein kleiner Knick, aber dass ich jetzt drüber weg, es sieht wesentlich besser aus als die erste Box, die mir geliefert wurde. Und wie schon erwähnt, das nächste Mal kaufe ich mir dann doch im örtlichen Laden. Ja, die Folie ist auch locker. Kann man aber einkleben. Gegebenenfalls. So. Ist halt wirklich arschdünnes Pappe. Arschdünne Pappe, sagen wir so. So, gucken wir uns das mal ringsherum an. Ich habe jetzt schon aufgemacht, aber ist ja egal. Enthält Steel Case und Plüschtier. Dann darum geht es. Sind die technischen Daten drauf? Ja, hier haben wir sie. Sprachen sind drauf Deutsch und Japanisch, Untertitel Deutsch. Die Laufzeit des Films beträgt 86 Minuten. Und als Bonus sind drauf 13 Minuten. Dann, das Format ist in 16:9 Full HD. Der Ton ist in 5.1. Und als Bonus sind dabei das Plüschtier Happy, Prologfilm und ein Poster. Hier haben wir das Plüschi. Sieht irgendwie sogar sehr hochwertig aus. Müssen wir hier noch dranhängen. Ja, gut. Dann haben wir hier das Steel Case. Sehr schön. Da sind ein paar Kratzer. Aber das lässt sich bei den Steel Cases leider nicht ändern. Hier oben sieht man es auch. Was ich damals für Retteleien hatte mit Elfenlied. Bis ich eine einigermaßen okaye Box hatte, deswegen, ich denke mal, besser als das hier wird es wahrscheinlich nicht gehen. Keine Ahnung, was die da in der Produktion machen. Ja, hier haben wir dann die Disc. Hinter der Disc sieht man Teil von der Flamme, auf der anderen Seite ist bestimmt noch mehr dazu. Da haben wir es. Hier drin haben wir einmal KC-Werbung, was in nächster Zeit kommen wird. Das war jetzt vor kurzem im Kino. Und dann zu guter Letzt noch das Poster, das ich vorsichtig, fällt mir so rein. So. Neigt euren Kopf einfach nach rechts und dann könnt ihr das komplett sehen. Und auch richtig rum. Und dann bin ich auch schon durch. Ich verlinke euch mal die Unboxings zur Seite, die ich bis jetzt gemacht habe. Da wird es, denke ich, auch demnächst weitergehen. Und bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.